Der Genfer Automobilsalon eröffnet auch 2015 wieder das europäische Automessejahr und bringt viele Highlights mit an den Start. Lexus feiert erstmals in Europa auf dem Genfer Automobilsalon eine Weltpremiere mit dem LFSA, eine aufregende Kleinwagenstudie. Eine Länge von nur 3,45 Meter soll den immer größer werdenden Platzproblemen in Großstädten entgegenwirken. Trotzdem muss man im 2+2-Sitzer auf keinen Luxus verzichten. Der LFSA soll künftige Designmerkmale von Lexus-Modellen zeigen. Mit dem Passat Alltrack bietet VW zukünftig einen geländetauglichen Kombi an. Neben dem serienmäßigen Allradantrieb 4Motion kommt der Geländepassat mit 27,5 mm mehr Bodenfreiheit daher. Bei der Motorisierung stehen zwei Turbo-Benziner und drei Turbodiesel mit Leistungen zwischen 150 und 240 PS zur Wahl. Der neue Golf GTD-Variant bietet eine gelungene Mischung aus Sportlichkeit und Nutzwert. Als Antrieb dient der bekannte 2 Liter TDI mit 184 PS. Der Power-Kombi kann ab sofort zu Preisen ab 31.975 Euro bestellt werden. Der neue 911 GT3 RS sprengt Grenzen. Der 4 Liter 6-Zylinder Boxermotor entfaltet 500 PS und ein Drehmoment von 460 Newtonmeter. Mit einer maximalen Drehzahl von 8.800 Umdrehungen pro Minute geht er bis ans Äußerste und ist doch nie überfordert. Mit dem serienmäßigen Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK passiert er die 100 km/h-Marke nach nur 3,3 Sekunden. Seinem Vorgänger nimmt der Vollblutsportler damit noch einmal 0,6 Sekunden ab. Ein Plus von 21 cm in der Länge und 5 cm in der Höhe gibt es beim großen Bruder des BMW 2er Active Tourer zu sehen. Den 2er Grand Tourer gibt es auch mit Allradantrieb. Er hat eine dritte Sitzreihe an Bord und bietet damit Platz für 7 Personen. Die zweite Sitzreihe lässt sich serienmäßig um 13 cm in Längsrichtung verschieben. Im Juni kommt der Familienvan der Bayern auf den Markt.